Hey Freunde, kommen wir zu den eidgebundenen Aufträgen. Sammle einen Schockwellenhammer auf, lege 150 Meter zurück, indem du dich mit einem Schockwellenhammer wegschleuderst und füge Gegnern Schaden mit einem Schockwellenhammer zu. Insgesamt müssen wir da 50 Schaden machen. Wir können die Aufgaben komplett in einer Runde machen. Wir machen das Ganze einmal kurz zusammen. Als erstes müssen wir wieder Kim kontaktieren und das Ganze hier über eine Hologrammschale. Die finden wir hier in Anvil Square. In Anvil Square hier angekommen, finden wir das Ganze hier direkt an der Brücke. Hier auf der linken Seite kurz interagieren und anhören. Ich habe mich mal mit ein paar Scans von diesen ominösen Dateien, die ich im Schlaf erstelle, abgelenkt. Dieses kinetische Erz gab es nicht auf unserer alten Insel, aber hier liefert es Energie für alles Mögliche. Spüre Ausrüstung auf. Mal sehen, was die hier drauf hat. So, als erstes sollen wir jetzt so einen Hammer aufsammeln. So sieht das Teil aus. Den finden wir über Bodenloot, aber auch über Truhen. So, sobald wir das haben, haben wir den ersten Auftrag damit schon abgeschlossen. Jetzt müssen wir uns 150 Meter wegschleudern. Das Ganze machen wir, indem wir jetzt in meinem Fall hier auf den PlayStation Controller L2 drücken und nicht die Angriffstaste. Wir können das Ganze immer viermal hintereinander machen, wenn er komplett voll ist. In meinem Fall muss ich das hier immer einzeln machen, weil ich nicht so lange warte, bis er komplett voll ist. So, und damit hätten wir dann die 150 Meter auch rum. Jetzt müssen wir nur noch 50 Schaden machen an einem Gegner. Dazu suchen wir uns einfach kurz ein. So, meistens braucht man dafür nur einen Schlag, im Höchstfall zwei Schläge, so wie ihr jetzt hier seht. Zack, ein Schlag. So, und hier der zweite. Und damit hätten wir die Aufträge auch schon abgeschlossen. Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und bis dahin sehen wir uns zum nächsten Clip. Ciao.